Essig und sein 9 Video. Ich hoffe, man kann auf Bus und Bahn nur 119 Euro. Heute stehe ich ja vor den DB-Automaten hier am Bahnhof Osnabrück, hier am Hauptbahnhof Osnabrück. Und hier steht, dass man hier an diesen DB-Automaten nur noch auf DB-Fernverkehr und in Deutschland-Tarif lösen kann. Aber nicht den Niedersachsen-Tarif und auch nicht den Westfalen-Tarif. Das setze ich mal. Hier steht sogar Warnung, alle Angebote ohne Niedersachsen-Tarif. Steht auch ohne Niedersachsen-Ticket, aber man kann ja wohl das NRW-Ticket kaufen. Und ich sehe das hier in Nordrhein-Westfalen. Und hier kann man alle NRW-Tickets kaufen, die es so gibt. Inklusive einfach weiter Ticket. Das liegt daran, dass die Deutsche Bahn eine Ausschreibung verloren hat. Und jetzt hier im Bereich Osnabrück hat das so zwei Mal übernommen. Im Bereich in Niedersachsen. Auf der Niedersachsen-Seite. Auf der Nordrhein-Westfälischen Seite darf die Deutsche Bahn weiterhin Fahrkarten kaufen. Und zwar alle im Westfalen-Tarifgebiet. Münster, das ist die beliebteste Strecke hier von Osnabrück. Hier steht Verbundtarif, hier kein Verkauf. Ich gehe mal trotzdem auf weitere Verbindungen. Sieht dieselbe Phänomen aus wie die von der so wie die so wie die so VRR-Gebiet. Die von also einem Nahverkehrsautomaten. Okay, dann testen wir bis nach so Hannover. Hannover in die Landeshauptbahnhof. Hannover Hauptbahnhof. Und hier steht 44 Euro. Flexpreis. Nicht wirklich. Das ist wohl das Landticket. Ich sehe es günstiger, wenn man hier das anschaut. Aber das sind Tagesticket, das ist eine einfache Fahrt. Ich weiß nicht, in den Taschentag der Strecke ist, ich versuche jetzt nach Duisburg zu lösen. Nach Hamburg. Nur mit Nahverkehr. Ich bin mal gespannt. Flexpreis nicht möglich. Okay, dann probieren wir es mal aus bis nach Duisburg. Duisburg, Hauptbahnhof. €37,50 NRW-Tarif. NRW-Tarif darf der Verkaufende das Teil des Deutschland-Tarifs essen. Verwirrend, richtig verwirrend. Ich habe nur 7 Minuten bis Abfahrt des Zuges. Ohne Niedersachsen-Tickets. Niedersachsen-Bremen. Auf welchem Grund nicht mehr bestattet Anwohner der Russen an diesen Stadtbahnhof verkauft. Die Anwohner der Niedersachsen erhalten sie an zwei Kartautomaten und Personen mit denen Verkauf schon andere Anbieter mit Deutschen. Jetzt waren wir Metronom. Okay. Ein Moment. Ah, okay. Und hier ist der Punkt, die Landesverkehrsgesellschaft, die zum Freibahn damit Auftrag. Das heißt, ein bisschen drauf. Genau. Westfalen-Tarif steht direkt hier vorne, direkt hier im Eingang. Mal schauen, Westfalen-Tarif ist auch angeboten. Mal schauen, wir wollen jetzt nach Münster. Hannover. Und dann gucken wir an diesen Automaten jetzt, dass man hier an diesen Automaten keine Punkte haben kann. Schau mal. Hannover Hauptbahnhof wollte ich gerne fahren, aber es hat eben schon Vorortbahnhöfe. Hauptbahnhof. Einfache Fahrt. Erwachsener. Anziehende Kinderleichen mit dem, allerdings ist das auch nicht so kostenfrei. Ne? Kinderreisen unter 40 Euro bei Kosten. Nein, haben wir eine Bahnkarte? Nein. Bei Minden. Für heute. Das hat hier auch richtig. Genauso viel wie mit dem so IC. Schon krass. Und das war's auch schon hier mit dem Video. Bis zum. Ah, schon mal, dicke Creator. Nur ohne Westfalen-Tarif-Ticket. Das heißt, Tickets jetzt irgendwie verkehrt, hat wieder sehr viel nicht entfernt werden. Das ist wirklich verwirrend hier. Wirklich verwirrend.
dachte, du willst anderen Werte hier irgendwo. Nein, leider nicht, oder? Nee, ich sehe keinen. Und das war auch schon mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Schön, dass ihr so ein Hissover VL Gelenk Elektrobus. Eigentlich Elektrobus. Und jetzt, das war's.